Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 1. Wir warten aktuell immer noch auf den guten Gorn, der wollte eigentlich hierher kommen, nachdem ich alle besiegt habe. Aber ich habe da wieder mal so ein Gefühl, dass er es wieder nicht schafft. Ich weiß nicht, ob er doch noch kommt. Ich loote mal den hier noch eben. Und bleib erstmal unten im Kessel in der Hoffnung, Gorn kommt dann vielleicht doch noch irgendwie. Gorn, wir warten auf dich. Bitte, bitte sei nicht wieder verbuggt. Komm schon, Gorn. Ich weiß nicht, ob man auch... Vielleicht muss man... Opala, gar nicht warten, dass er kommt. Weil ich wusste damals nicht, dass man das Torhaus öffnen kann. Das passierte dann erst, als Gorn dann mal doch irgendwann unverhofft hier ankam und zu mir meinte, ey, im Torhaus, kannst du das aufmachen? Mal gucken, wo er ist. Ihr seht, er eiert da wieder rum und ist wieder zu dumm, ne? Das Übliche. Ich warte jetzt einfach mal ein bisschen, einen kurzen Moment, wenn ich jetzt hier hingehe. Vielleicht schafft das dann. Komm schon, Gorn, das ist gar nicht so schlimm. Oh Mann. Ja, jetzt hat er es geschafft. So, jetzt müssen wir uns nur beeilen. Weil sobald er bei uns steht und wir sind nicht unten, wenn er in unsere Nähe kommt und wir sind nicht unten, dann wird dieses Ereignis nicht getriggert. So, er hängt jetzt zwar da oben fest, aber glaub mir, der kommt trotzdem. Der kommt irgendwann. Beim letzten Mal hat das auch geklappt. Da dachte ich schon, ich wollte schon laden, weil ich dachte, der kommt nicht mehr. Und plötzlich wackelte er um die Ecke rum. Und ich war ganz glücklich. Ich hoffe, das wird jetzt wieder passieren. Ich trinke einfach erstmal ein Stückchen Kaffee. Gorn, jetzt komm schon, Digga. Ich mache einfach mal hier schon mal das Tor auf. Vielleicht geht das ja. Er kackt sich dann nämlich auch an. Das ist sehr lustig. So, Gorn, ich habe die Tür aufgemacht. Wie sieht's aus? Kommst du jetzt oder was? Also die Tür ist offen, das heißt, es dürfte sogar so gehen. Egal, ob er jetzt herkommt oder nicht, aber es kommt halt noch ein Dialog normalerweise. Ist geschafft. Oh, oh lol, Alter. Scheiße, Bruder. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Er kommt. Er hat sich zwar ein bisschen in den Tod gestürzt, aber Hauptsache ist, dass er kommt. Und Alter, was ist denn dein Problem? Hallo. Hallo. Auf in den Kampf. Auf in den Kampf, das ist der Plan, aber du kriegst das ja nicht gebacken. Alter Gorn, das ist hier eine Vollkatastrophe. Das ist für mich das Schlimmste. Aber ist egal, ich gucke jetzt mal, ob wir da trotzdem rein können. Vielleicht geht's ja einfach so. Ich hol jetzt mal die Waffe raus, okay, so. Ja, keine Ahnung, Mann. Ich geh jetzt einfach mal da rein. Lol, ah doch, es geht. Oh, ein Glück. Okay, so, warte, wir müssen aufpassen. Gorn ist mit am Start. Oh, oh. Oh nein, oh. So, schnell. Geh mal kurz ein bisschen in den Deck. Ach, geht nicht. So, schnell mit dem Bogen. Schnell. Jawoll, Stufenanstieg. So muss das laufen. Zack. Das war mit dem Bogen gar nicht so schlecht, ey. Bogen läuft. Jetzt müssen wir uns kurz mal heilen. Ach, guck mal, der Gorn kümmert sich drum. Ehre. Danke, Gorn. Danke, Gorn. Das hast du gut gemacht. So, warte mal. Jetzt können wir auch mal hier entspannt loslegen. So, erstmal die Gardisten looten. Okay. Dann speichere ich erstmal das Erreichte. Wir sind bei, was habe ich gesagt? 7-4 müssten wir jetzt sein, ne? Ja, komm, auf geht's. Okay. Ich glaube, ich bleib sogar mal ein bisschen auf Bogen. Na, komm her. Oh, er schießt sogar zurück. Scheiße, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gott, was ist dein Problem?
Gorn haut mich um. Warum haust du... Von mir aus können wir unseren Streit vergessen. Alles klar. Gut. Ja gut, Gorn, von mir aus können wir den Streit auch vergessen. Ist in Ordnung. Hab da kein Problem mit Gorn, ist alles gut. Wieso haut er jetzt mich? Immerhin hat er mir kein Geld genommen und ich habe Erfahrungspunkte dafür bekommen, dass er mich umgehauen hat. Also mein Besiegen, die Erfahrungspunkte, die Gorn gekriegt hat dafür, dass er mich umgehauen hat, habe ich gerade bekommen. Allein dafür hat sich's schon gelohnt. So, jetzt rüsten wir unser Schwert aus. Immerhin klaut er uns das auch nicht. Das ist sehr nett. Danke, Gorn. Das war, weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. War richtig nice von dir. Dankeschön. Führe ich mir wieder ein paar Getränke rein. Und dann geht es schon. Dann geht es schon. Okay. So, soll erstmal reichen. Jetzt gucken wir uns um. Höhlenpilz. Jetzt ist auch mit der Helligkeit kein Problem mehr, ne? So eine Höhle ist jetzt vernünftig ausgeleuchtet. Da muss man jetzt auch sagen, da gibt es keinen Stress mehr. Alles rüber, leuchte Armbrust, Bolzen. Ich glaube, ich würde es sogar, wenn ich ehrlich bin, würde ich es glaube ich sogar so empfehlen, wenn es geht, ne? Es gibt ein paar Systeme, auf denen läuft Gothic halt nicht ohne diesen Injektor, den Grafikinjektor, weil dann der Himmel nicht richtig dargestellt wird. Der Falke hat auch das Problem, dann geht es natürlich nicht anders. Aber ich glaube, bis auf die Sichtweite, wenn es da eine Möglichkeit gibt, die Sichtweite separat zu kriegen, dann würde ich glaube ich lieber ohne den spielen. Aber ich bin ja auch einer, der gerne den Faithful Look hat, ne? Es gibt ja noch ein paar richtig krasse Texturmods dafür. Da sieht Gothic 1, das erkennst du nicht mehr wieder. Da werden die Modelle ersetzt durch höhere Modelle. Also die ganzen Fässer und sowas, alles durch höher aufgelöste, höher modellierte Modelle. Auch die Charakter kriegen dann High-Res-Textures und Modelle. Und überall ist Laschgras und sowas. Es sieht komplett irre aus, ne? Also sollten wir irgendwann mal einen Replay machen von Gothic 1, so in 10 Jahren dann nochmal. 2030 oder so, ne? Gothic, 30 Jahre Geburtstag. Ich glaube dann, wenn wir ein Replay dann nochmal machen, dann auf jeden Fall mit den ganzen Mods. Dann geben wir mal uns richtig Mühe. Ich würde sagen, bevor wir jetzt in der Höhle nach unten gehen, weil man kann ja einmal die Höhle nach unten gehen, gehen wir erstmal oben entlang und womit denn? Und kümmern uns um diese ganzen Gardisten, weil die alle mit einem Bogen und so schießen. Das nervt extrem. Da hast du keinen Bock drauf. Lass uns das erstmal machen. Gorn, kannst du vielleicht irgendwie am Eingang bleiben? Kann ich dir irgendwie sagen, bleibe hier stehen? Weil ich glaube, ich brauche dich nicht. Wenn du mir dann öfter noch in den Rücken fällst und auf den Nacken haust und so, dann lassen wir das lieber. Muss ich echt sagen, wie es ist. So, noch eine Minecrawler-Suppe eingesäckelt und dann geht's mal weiter, oder was? Brust, alles mitnehmen. Gottist. Da vorne steht schon der nächste Kamerad. Ach, hier ist einer. Moin. Könntest du bitte den Gardisten umbringen? Danke. Ist egal, dass du mit Bolzen beschossen wirst. Es sind so wenig. Oh, da unten sind diese Warrior. Habt ihr gesehen? Oh, oh. Alter, mit seiner Armbrust ist er aber auch echt schnell dabei. Das muss man aber sagen. Und... den platt gemacht. So, jetzt eben den noch. Jo, warte mal, du. Ich komme rangelatscht. Jetzt gibt's auch noch eine Fresse hier. Und... muss man den ganzen Kumpel aus dem alten Lager umbringen, ne? Verrückt. Hätte ich denen aber nicht zugetraut, dass sie sowas Bescheuertes machen. Aber gut, die folgen Gorn halt blind, ne? Gorn sagt, mach mal. Und dann wird das nicht hinterfragt. Dann wird einfach gemacht. Oh, ich habe wieder irgendwie Shift oder sowas gedrückt. Ja. Nur renne mal wieder. Der wird einfach nur gefolgt und gehorcht, ne? Sehe. Guck mal, Gorn. Geh mal bitte weg. Ich muss hier eben die Leiche looten. Kann ich dir irgendwie sagen? Suchst du wieder Streit? Und schon wieder bei mir? Nein. Hat die Stellung. Ach, halt die Stellung. Ich werde erstmal die Lage prüfen. Halt die Stellung. Ich werde erstmal die Lage prüfen. Ist gut. Ich warte am Mineneingang und sorge dafür, dass dir niemand in den Rücken fällt. Geil. Bis später. Bis später, Gorn. So ist ja perfekt. Dann nervt er mich nicht. Dann können wir nämlich jetzt hier entspannt arbeiten. Das ist ja geil. Warte, ich speichere bei ihm ab. Spiel speichern. Wo waren wir jetzt? 7-4, glaube ich, ne? Das ist natürlich jetzt das Problem. Ich kann nicht so ganz folgen. Mach ich 7-4-2. Ich arbeite mal hoch. Da habt ihr gesehen, da war wieder der Eingang, ne? Also, wie gesagt, ich habe da nur rumprobiert, weil ich verzweifelt war und dachte, ich krieg's nicht mehr ans Laufen. Aber es läuft wieder. Ich bin ganz glücklich. Ich bin ganz happy. Und die Videosequenzen sind sogar wieder in Fullscreen. Auch das läuft wieder. Bin richtig begeistert. Also, Props gehen raus.
Keine Zeit. Props gehen raus an die nette Person, die diesen eben Fix-Installer auf Steam hochgeladen hat. War auch tatsächlich gestern veröffentlicht, als hätte er es geahnt, dass arme Leute wie ich hier suchen. Weil World of Gothic down ist. Das ist irre, dass es da wirklich keine Re-Uploads gibt. Nichts. Wenn die Seite mal down ist, was machen wir denn dann? Ne? Also normalerweise, ich save mir solche Dinge immer. Ich habe so einen Ordner, Gaming, und da habe ich so für die ganzen alten Games die Mods, wenn ich die runterlade, auch für Gothic 2, habe ich einen Ordner, der ist Gothic 2 in hübsch. Da ist der ganze Kram drin, ne? Schon durchnummeriert, damit der Zukunftsfuchs, ohne zu raffen, versteht, was er machen muss. Einfach nur von oben nach unten die Setups durchführen. Manchmal mache ich dann auch so einen Readme-Text selber dazu, falls man irgendwas beachten muss, und dann weiß ich auch in Zukunft immer noch Bescheid. Hatte ich hier bei Gothic 1 auch. Hatte ich aber wieder gelöscht, weil ich dachte, muss ich eh nochmal ersetzen durch die neueste Version. Und ja, das hat mich dann leider ein bisschen gefiekt, kann man sagen. Ne? Weil ich dann hier echt saß und konnte einfach nicht weitermachen. Ich war sehr sad. Komme ich hier irgendwie nach unten? Ich sehe da unten auf jeden Fall Warriors. Finde ich gar ganz nett. Die müssen wir gleich umhauen. Wir müssen erstmal einen Weg nach unten finden. Bolzen. So. Hier scheint ein Weg hinabzuführen. Ah ja, guck mal. Womit denn? Hier doch einfach so eine Leiter runter. Genau, das ist der Plan. Das ist der Plan. So, hier dann auch nochmal runter. Guck, wir sind schon ganz aufgeregt hier. Der da unten, der dreht sich schon im Kreis vor lauter Aufregung und weiß nicht, was er machen soll. So, warte. So, erst dich tot machen. Tot machen! Dann dich tot machen. Und jetzt ganz schnell. Dich tot machen. Hier kannst du echt nur mit Geschwindigkeit überleben. Guck mal, die machen sogar so. Da kommen jetzt sogar so Blutflecken. Ich erinnere mich nicht an diese Blutflecken, aber ich finde es schön, dass sie da sind. So, erstmal wieder ein paar Tränke rein in die Figur, ne? Nichts mehr mit Fleisch. Es muss jetzt einfach schneller gehen. Da wird einfach der Energy reingepumpt, ne? Ekelig. Aber was ein echter Held ist, der trägt auch sowas. Spiel speichern. Zack, zack. So. Bolzen her. Trank her. Gardisten. Looten. So, dann sammeln wir mal, was geht. Hier sind ein paar Tränke. Natürlich schauen wir uns wieder gründlich in dieser Höhle um, ist klar. Ja. Bevor wir da hier irgendwas verlassen, werden wir auf jeden Fall alles gründlich gecheckt haben. Nicht, dass ich irgendwas Wertvolles zurücklasse. Ich möchte gerne diesen Gardisten noch looten, danke. Wie die immer alle Erz dabei haben und einen Apfel, ne? Ja, das ist auf dem Zeug laufe ich, ne? Ein Apfel und Erz und dann kann nichts mehr schief gehen. Das ist so mein Ding. Ja. So, da vorne habe ich schon den nächsten Dödel gesehen. Schwert ziehen und auf Fresse rauf. Noch sieht er mich nicht, noch sieht er mich nicht, noch sieht er mich nicht. Aus den zwei. Oh, oh, der eine wieder von oben natürlich. Erst diesen Gardisten platt machen, so. Warte, dann den platt machen. Dann kurz auf den Bogen gewechselt. Und dann mit dem Bogen revanchiert. Ja, da bist du tot, hä? Du hast ihn umgebracht. Natürlich habe ich ihn umgebracht. Lockt er da meine Pfeile ab? Sieht so aus. Nein, nicht den Butler, den Gardisten. Oh Gott, was passiert jetzt? Bin leider ein bisschen runtergefallen. Ja, geil. Oh nein, jetzt muss ich irgendwie abhauen und versuchen zu überleben. Das lief leider nicht so gut. Wir müssen uns erstmal wieder heilen. Du hast ihn umgebracht. Das ist korrekt. So, warte. Mal eben so im, ja, im Stress des Gefechts. Moin! Was war denn das? Tschüss! Alter, das sah sehr gut aus. Gönnt euch. Scheiße, Mann. Okay, warte. Das war witzig. Okay. Das war witzig.
So, wie komme ich denn an den einen Dude da ran? Warte, wir suchen den direkt. Komm, ich habe keinen Bock, ihn auf Distanz zu töten. Warte, ich hau dir so auf die Fresse jetzt einfach. Ich hau dir so aufs Maul jetzt. Ich komme einfach an und hau dir auf die Fresse. Das ist der Plan. Ich komme da jetzt hoch, hol mein Schwert und dann gibst das direkt durchs Gesicht gezogen. Ja, babs, babs, babs. Und... Ende Gelände, mein Freund. Ah, guckst du doof, ne? So. Jetzt haben wir Ruhe. Ich glaube, das waren auch alle, oder? Mehr sehe ich hier nicht. Heute drücke ich irgendwie sehr oft Shift. Das ist mir doch sonst nicht passiert. So, wir haben jetzt, glaube ich, alle platt gemacht. Das heißt, ich hole jetzt mal eine Fackel raus und dann schauen wir uns erstmal entspannt um, ob wir hier noch Zeug finden. Verschiedenes. Fackel. Gib mir eine 117 Fackeln. Damit kann man arbeiten. Gebratenes Fleisch. Als wenn ich das liegen lassen würde, nicht wahr? Aber hier haben die sich immer gemütlich gemacht. Hier wurde Schnaps getrunken. Hier wurde Minecrawler-Suppe gegessen. Man muss sich das auch mal gut gehen lassen, ne? Hier noch ein Pokal. Den können wir verkaufen. An wen weiß ich nicht mehr, weil inzwischen, wo die Lager eh alle im Krieg sind, ist mit Verkaufen eh nicht mehr so viel. Ein Blasebalg. Hier ist sogar richtig Glut drin und so. Glimmt noch ein bisschen. Sehr schön gemacht. Bolzen. Armbrust. Mal sehen, ob jetzt dieses Verdopplungsding weg ist, ne? Wobei, ich glaube, wir werden kaum noch eine Situation erleben, wo Leute solchen Arbeiten nachgehen, wo Dinge sich verdoppeln. Aber wenn jetzt diese Verdopplungskiste weg wäre, wäre auch cool, ne? Wenn die Objekte nicht immer alle doppelt wären. Ja, renn mal weg, du. Er hat ihn umgebracht. Das war keine Absicht. Wieso kann ich die jetzt nicht mehr looten? Sie sind unlootbar. Da ist noch ein Gardist. Wer denn her? Ja, moin. Komm, kommst du denn her? So viel zum Thema, alle Gardisten sind tot. Offensichtlich nicht. So, jetzt wo ich den looten konnte, ich will ja immer gucken, ob ich die da oben auch noch wieder looten kann. Die sind irgendwie unlootbar. Ist auch nicht wieso. Nö. Egal. Mach ja nix. Dann sammeln wir unsere Flagge, sag ich schon. Unsere Fackel wieder auf. Zack. Wer damit? Jetzt, wo ich weiß, dass das geht. Und wir schauen uns weiter um. Hier hinten waren wir. Ja, alles klar. Dann gucken wir mal oben, was da noch so abgeht. Was wir oben noch so entdecken dürfen. Hier kam der ja irgendwo angelaufen. Der muss ja dann von hier gekommen sein. Sieht so aus. Bevor wir da aber jetzt direkt hingehen, einmal nochmal umschauen. Hier geht's halt noch hoch. Hier ist noch ein Trank. Guck mal. War das so ein dauerhafter Boost? Nö. Gehen wir eben hoch. Mal gucken. Da wird ja gerade gehackt, wenn wir Glück haben. Können wir ja mal gucken, ob seine Items sich immer noch verdoppeln. Es sieht nicht so aus. Ich bin da voller Hoffnung. Ich glaube, wir haben das Game jetzt wieder so, dass es funktioniert. Ohne sich verdoppelnde Dinger. Heilkro, der Spitzhacke. Und jetzt rennen sie weg. Oh mein Gott, er hat ihn getötet. Er hat's gesehen, der andere nicht. Der andere geht hier stumpf und so wie sich's gehört, seiner Arbeit weiter nach. Er hat hier Schiss. Oh Gott, nein. Beweg dich mal ein bisschen schneller. Jetzt müssen wir echt auf den warten, weil wir uns die Leiter teilen. Danke. Da hinten geht's auch nochmal hoch. Da sollten wir auch zumindest nochmal gucken, was da ist, bevor wir weitergehen. Oder kamen wir daher? Oder kamen wir von da unten? Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ne, wir fangen von da hinten. Wir kamen von da hinten. Dann gehen wir doch mal da hoch. Ist da schon wieder ein Gattis? Warte, da ist noch einer. Respawnt da immer einer, damit es nicht langweilig wird? Oder was ist da los? Verstehe ich nicht. Sollen die mich eigentlich angreifen? Sollen die mich nicht angreifen? Die geben halt nur 50 Erfahrungspunkte. Aber sie haben halt einen Bogen. Keine Ahnung, ich mach die jetzt platt. Meine Lieben! Ne?
Ihr hörtet den Hahn Krähe nennen. Muss eben noch den letzten Schatten platt machen. Ach, keine Ahnung. Der wird schon wieder auftauchen. Ihr hörtet den Hahn Krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle jetzt erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.